Eine grüne Oase in der Stadt. Das ist die grüne Zitadelle in Magdeburg. Im Volksmund auch Hundertwasserhaus genannt, trägt das architektonische Kunstwerk den Namen seines Architekten. Friedensreich Hundertwasser. Seine Bauten stehen europaweit und faszinieren vor allem durch ihr Äußeres. Sie sind bunt, krumm und schief. Keine geraden Linien, keine rechten Winkel. Denn die sind für den Architekten nur eines: gottlos. Die grüne Zitadelle in Magdeburg ist aber nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch Eigenheim für einige Menschen. In der Stadt, aber trotzdem im Grünen wohnen. Das war der Wunsch von Marie-Louise Raddert, als sie ins Hundertwasserhaus zog. Dieses Zusammenspiel von Wohnen mitten in der Stadt und trotzdem im Grünen, das hat mich überzeugt und das sind jetzt 4 Jahre her. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier bleibe und ich denke, das werden auch noch viele weitere Jahre sein. Und wenn man auf die Terrasse tritt und schaut ins Grüne oder man hört diesen wunderbaren, die Wasserspiele plätschern da unten, das ist einfach nur zauberhaft. Also ich möchte nicht woanders wohnen mehr. Das Hundertwasserhaus ist aber nicht nur von außen ein Blickfang. Auch in den privaten Wohnungen stößt man an jeder Ecke auf runde Wände, Säulen, die mitten im Zimmer stehen und Fliesen, die nicht so recht zueinander passen. Sie sehen, die Stufen sind mit Fliesen belegt, die Stufen wirken ausgetreten. Das ist aber absichtlich so, weil Friedensreich Hundertwasser der Auffassung war, wenn eine Stufe ausgetreten ist, ist das Haus alt und solide. Dann haben viele Menschen darin gewohnt, Stufen, die nicht benutzt werden, sind nicht ausgetreten und deshalb fühlt man sich wohler, wenn man über eine ausgetretene Stufe läuft. Marie-Louises Begeisterung für Friedensreich Hundertwasser geht sogar so weit, dass sie sich aktuell zur Gästeführerin ausbilden lässt. Das Beschäftigen dem Meister, wir nennen ihn den Meister, das Beschäftigen mit dem Meister ist also unglaublich interessant und es wird für mich immer spannender, die Lebensphilosophie von Friedensreich Hundertwasser zu begreifen und zu verfolgen, auch seine Lebensphilosophie zum Teil mitzuleben, indem man hier wohnt und ihm täglich begegnet. Im Grunde genommen wollte Friedensreich Hundertwasser, der ja mit bürgerlichem Namen Friedrich Storwasser hieß, wollte eigentlich ein natürliches Leben und das, mit dem kann ich also mich völlig identifizieren. Mit der Natur im Einklang leben, das hört sich doch erstmal recht verlockend an. Aber Hundertwassers Idee von Natur geht dann doch ein wenig über die Durchschnittsvorstellung hinaus. Besonders anschaulich beschreibt der Architekt das in seinem Manifest, die heilige Scheiße. Hiernach soll der Mensch seine eigene Scheiße kompostieren, um so den Kreislauf der Natur aufrechtzuhalten. Durch unsere Scheiße werden wir unsterblich, schreibt Hundertwasser in seinem Manifest. Bei dieser Vorstellung nimmt aber selbst Marie-Louise Abstand von der Philosophie des naturverbundenen Künstlers. Ich kann seine Philosophie über die Hygiene nicht so ganz nachvollziehen. Er hat gemeint, man sollte mit dem Spaten in den Garten gehen, dann sich erleichtern und das wieder zuschütten. Das ist nicht so das, was ich so unbedingt gerne haben möchte. Wer sich bis jetzt gesagt hat, Mensch, im Hundertwasserhaus zu wohnen, das wäre doch gar nicht so schlecht, aber was soll der Unsinn mit der Komposttoilette? Der kann beruhigt sein, denn auf die hat Hundertwasser in der grünen Zitadelle verzichtet. Leben in der Natur, mit der Natur und in der Stadt. Das ist das Perfekte, was er hier geschaffen hat.